Vielen Dank, Kollege Müller. Ihren Beitrag auch für das Lob an den Präsidenten. Es war berechtigt und angemessen. Vielen Dank dafür. Das haben wir nicht gehört. Das Wort hat der Kollege Ulloth, SPD-Fraktion. Kollege Bellino, das machen wir nachher draußen. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es wurde schon viel zur allgemeinen Situation auf unseren Sportplätzen, zum Ehrenamt, aber auch zu Gewalt, Rassismus und all das, was dort stattfindet, gesagt. Daher werde ich jetzt noch einmal spezieller auf die Situation unserer Unparteiischen eingehen. Es ist ganz einfach, auch das wurde gesagt, ohne Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter findet kein Fußball statt. Erst deren Engagement ermöglicht es, dass andere die Freude am Fußball erleben können. Vom Nachwuchsbereich bis zu den Altherren, von der Kreisklasse bis in die Bundesliga. 80.000 Spiele werden deutschlandweit Woche für Woche angepfiffen, und 80.000 Mal sind das unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Wir wissen ganz genau, wir die SPD-Fraktion wissen, dass allen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern daher zu danken ist für ihren Einsatz auf unseren Sportplätzen. Die Frage ist, was macht eigentlich so ein Schiedsrichter? Der ein oder andere hier im Raum wird sich die Frage beantworten können. Der Kollege Rudolph, der gerade nicht da ist, weiß das auch, denn der war lange Schiedsrichter. Ich selber bin auch Schiedsrichter. Ganz ehrlich, wenn ich als Schiedsrichter auf den Sportplatz gehe, dann weiß ich, dass 50% meiner Entscheidungen falsch sind. Das sage ich auch ganz offen in der Kabine vorm Spiel, denn ganz ohne Linienrichter, ohne Torlinientechnik und ehrlich gesagt auch ohne die Kondition, die ich vielleicht vor 10 Jahren noch hatte, ist das in der Kreisklasse halt so. Auf einem Fußballfeld mit einer Standardgröße von 105 x 68 Metern, das sind dann 1140 Quadratmeter, da kann man nicht in jeder Spielszene genau neben der Situation sein, und meistens hat man noch einen dazwischenstehen. Das ist eben so im Sport. Die meisten Sportskameradinnen und Sportskameraden wissen das und haben auch Verständnis dafür. Sie wissen, dass ich dabei dennoch mein Bestes gebe und jede Fehlentscheidung vermeiden möchte. Und dafür nehmen alle Schiris regelmäßig an Pflichtsitzungen, Leistungsprüfungen teil. Sie lernen alle Regeländerungen. Sie halten sich körperlich fit, dass am Ende eben doch nicht jede zweite Entscheidung falsch ist. Es gibt aber auch die anderen, die Zuschauer, die Spieler, die Trainer, die über 90 Minuten hinweg dieses Verständnis für die Schiedsrichter nicht entwickeln und so manches Mal in wenig charmanter Weise auch verdeutlichen. Nach einer Auffassung zeichnet es dann einen guten Schiedsrichter aus, wenn er nicht gleich darauf reagiert und auch einmal weghören kann, wenn so etwas vom Spielfeld oder von draußen zu hören ist. Es gibt allerdings einen Punkt, an dem muss man reagieren. Und was passiert dann? Ganz einfach einem Satz gesagt, dann, wenn ein Schiedsrichter reagieren muss, entladen sich Emotionen auf und oder neben dem Spielfeld. Das kann beispielsweise derjenige Zuschauer sein, der immer schreit, wenn irgendwas gegen seinen Verein entschieden wird. Das kann auch der Spieler sein, der schon mit schlechter Laune auf den Sportplatz gekommen ist. Das kann aber auch der Vater im Jugendspiel sein, der in einer Situation, einem Foulspiel, der Meinung ist, sich lieber am Schiedsrichter abarbeiten zu wollen, statt zunächst erst einmal das Kind zu sehen, was da gerade weinend liegt. Es sind aber nicht allein die Zuschauer, Trainer oder Eltern, die dazu beitragen, dass in der Kreisklasse die Emotionen hochkochen. Es ist manchmal auch der Profisport, der dazu beiträgt. Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn die Bundesliga-Stars sich ihrer Verantwortung, ihrer Vorbildfunktion auch bewusst sind. Was wir da samstags in der Sportschau sehen, ist nämlich oftmals sonntags in der Kreisklasse zu sehen. Es wird ausprobiert, es wird kopiert. Leider dann eben nicht nur die Freistoßvariante, sondern auch das grob unsportliche Verhalten.
In Zeiten, in denen das gesamtgesellschaftliche Problem der Respektlosigkeiten gegenüber Ordnungsinstanzen leider immer mehr auch auf den Fußballplätzen abgebildet wird, kommt es dann zu Eskalationen, die nicht immer in einem Wortgefecht enden. Die zahlreichen Gewalttaten und Übergriffe gegen Schiedsrichter auf den Amateurplätzen schockieren und machen fassungslos. Schiedsrichter sind Menschen, die Woche für Woche bei Wind und Wetter auf unseren Sportplätzen ehrenamtlich aktiv sind. Dafür muss man sie wirklich nicht beschimpfen oder gar verletzen. Ich will hier nichts dramatisieren, ich will aber auch nichts beschönigen. Die Zunahme der Gewalt und an Gewaltintensität ist mittlerweile ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das merken wir auch medial. Der Hessische Fußballverband und der DFB haben das Thema auf dem Schirm und reagieren darauf. Wir als Politik sind da genauso gefragt und müssen im ständigen Austausch mit den Verantwortlichen stehen. Es gibt Zahlen, die von rund 3.000 bundesweiten Angriffen in der Saison 2018-2019 sprechen. Das wäre ein Plus von über 100 Fällen, obwohl 50.000 Spiele weniger im Vergleich zur Vorsaison stattfinden. Im Grunde ist das nur jedes 2.000. Spiel, sprich 0,05% der Spiele, die von einem Abbruch betroffen sind. Aber eins steht mal fest, es spielt im Grunde gar keine Rolle, was wir hier für Zahlen haben, denn jeder einzelne Übergriff ist mindestens einer zu viel. Zugegeben ist das ein subjektives Gefühl meinerseits, aber mir macht die Intensität der Angriffe gerade mehr Sorgen als die Anzahl. Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, war gestern. Heute fliegen offensichtlich öfter die Fäuste, und das haben wir leider in Münster brutal erleben müssen. Zu der Situation in Münster wurde schon viel gesagt. Die Vorrednerinnen und Redner haben dort die Details genannt. Das, was Schiedsrichterkollege Nils da erleben musste, wünsche ich wirklich keinen. Und wir hoffen sehr, dass er und seine Angehörigen auch das Geschehene mental möglichst bald verarbeiten können. Auch zahlreiche Schiedsrichterkolleginnen und Kollegen waren davon sehr betroffen. Sie haben das alle mitbekommen. Wir haben darauf eine Reaktion erlebt und ein deutliches Zeichen. Und das war: Gewalt, Hass und Rassismus haben auf unseren Sportplätzen keinen Platz. Ausrufezeichen. Der Spieler vom FSV Münster hat vom Kreissportgericht des Fußballkreises Dieburg eine dreijährige Sperre erhalten. Damit wurde das Strafhöchstmaß ausgeschöpft. Und wenn ich da eine persönliche Anmerkung zu machen darf, ich halte das im Verhältnis zu der Tat immer noch für unverhältnismäßig. Gefragt ist aber nicht nur die Sportgerichtsbarkeit. Vor allem sind auch Polizei, Justiz und die Politik gefragt. Fußballplätze sind kein rechtsfreier Raum. Angriffe auf Schiedsrichter sind Delikte gegen die körperliche Unversehrtheit, und die sind strafrechtlich zu ahnden. Diese müssen konsequent verfolgt werden. Das, was an den Wochenenden passiert, ist leider oft auch ein Spiegel der Gesellschaft. Es sind leider, wie auch schon gesagt, eben nicht nur die Feuerwehrleute, die Rettungssanitäter oder auch die Kommunalpolitiker, die den sinkenden Hemmschwellen ausgesetzt sind. Es sind eben auch die Schiedsrichter. Die sozialen Konflikte brechen auch auf unseren Sportplätzen ab und an durch. Als Fußballer frage ich mich auch wirklich, Frau Kronemann hat es angedeutet, weshalb diese Entwicklung in anderen Sportarten in der Tat im Handball und im Basketball nicht so sehr zu verspüren sind. Wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen jedenfalls alles tun, dass unsere Schiedsrichter besser geschützt werden. Wir müssen das als gemeinsames Ziel haben, dass sie sich wieder sicherer fühlen, wenn sie ins Auto zum Spiel steigen. Wir dürfen sie dabei nicht allein lassen. Und daher begrüßen wir auch, dass die Innenminister der Länder sich vorgenommen haben, diese Schiedsrichter besser zu schützen. Wie im Text des Entschließungsantrags von CDU und Bündnis 90 Die Grünen steht, wird in Hessen schon einiges getan, um im Fußball für den Fairplay-Gedanken und gegen Gewalt, Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus zu werben. Das Netzwerk von Fairplay Hessen setzt sich beispielsweise mit Vereinen, deren Spielern und allen anderen Verantwortlichen an den Tisch, insbesondere auch dann,
wenn sie Schwierigkeiten haben, sich sportlich fair zu verhalten. Die Zeiten machen es jedoch notwendig, dass auch weitere Maßnahmen ergriffen werden. Das bedeutet auch, dass wir leider mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Dabei darf es nach der SPD-Fraktion auch nicht nur um das Ahnden gehen, sondern es sollten auch diejenigen Vereine belohnt werden, die sich in besonders positiver Weise hervortun und den Fairplay-Gedanken leben. Hierzu werden wir bald konkrete Vorschläge machen, die wir mit Aktiven aus dem Fußballsport erarbeitet haben. Ich komme zum Schluss und halte hier noch einmal das Wort direkt an meine Schiedsrichterkolleginnen und Schiedsrichterkollegen. Bitte lasst euch von den Vorfällen in den vergangenen Wochen und Monaten nicht von eurer Begeisterung für den Fußball und die Schiedsrichterei abbringen. Bitte lasst euch von diesen vereinzelten Irren, die euer Hobby angreifen, nicht vom Weg bringen. Lasst euch die Leidenschaft nicht nehmen. Bleibt am Ball und an der Pfeife. Ihr wisst genau, dass wir euch brauchen. Ihr wisst, dass wir jetzt schon zu wenige Schiedsrichter haben. Die Masse der Sportskameradinnen und Sportskameraden steht hinter euch. Auch der Hessische Landtag steht hinter euch. Wir wünschen euch allseits gut Pfiff. Und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Ulloth. Das Wort hat der Abg. Graf, AfD-Fraktion. Verehrter Herr Präsident, liebe Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor einigen Wochen wurde ein Schiedsrichter bewusstlos geschlagen. In Offenbach wurde erneut ein Schiedsrichter bei einem Amateurfußballspiel angegriffen. Der Schiedsrichter wurde nach einer Strafstoßentscheidung unter anderem mit einem Kopfstoß verletzt, beleidigt, geschlagen, getreten und bespuckt. Beteiligt waren laut Medienberichten 5 Personen. Weitere Beispiele haben meine Vorredner bereits genannt. An diesen Vorfällen sieht man leider auch, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt und wohin die Reise geht, nämlich in ein zusehends verrohtes Zusammenleben. Dies lässt sich aber keineswegs allein am Sport festmachen, sondern auch in vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft. Und hier, Herr Schaus, zeigt es sich, dass Sport zusammenführen kann. Denn ich stimme Ihrem Brückenschlag vom Sportplatz in unsere Gesellschaft ausdrücklich zu, wie Sie eben gehört haben. Wenn wir beispielsweise an die zunehmende Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber unseren Rettungskräften und der Polizei denken, die Gewalt an Schulen oder die Aggressivität im Straßenverkehr. Damit meine ich aber nicht nur die Anzahl der Vorfälle, denn diese kann durchaus von Jahr zu Jahr unterschiedlich hoch sein. Nein, ich meine insbesondere die Qualität und Intensität dieser Vorfälle. Denn diese hat stark zugenommen, und die menschenverachtende Brutalität ist nicht nur erschreckend, sondern scheint auch keine Grenzen mehr zu kennen. All diese Beispiele bzw. Lebensbereiche sind ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und die scharf zu verurteilenden Vorfälle im Amateurfußball aus den letzten Wochen sind leider nur ein kleiner Teil davon. Diese Spieler haben weder Respekt vor dem Fußball noch vor dem Schiedsrichter. Und dieses gewalttätige Verhalten ist eine menschliche Verwahrlosung. Sowohl in Dieburg als auch in Offenbach lässt sich beobachten, wie weit die Verrohung in unserer Gesellschaft fortgeschritten ist. Dabei geht es uns in Hessen noch vergleichsweise gut, wenn wir bedenken, wie es z.B. seit Jahren in Berlin aussieht. In Berlin fallen, nach meiner Information, schon länger Fußballspiele aus, weil dort, ob der Angriffe gegenüber Schiedsrichtern und Zuschauern, viele Schiedsrichter keine Fußballspiele mehr leiten wollen. Zudem fallen mittlerweile bundesweit Fußballspiele aus, weil es an Schiedsrichtern mangelt, da diese schlichtweg Angst haben, die Spielleitung zu übernehmen. Wenn wir nicht wieder lernen, respektvoll miteinander umzugehen und auch im sportlichen Wettbewerb einander zu achten, erodiert unser Zusammenleben.
Wenn es schon unter anderem im Amateurfußball wiederholt zu massiven Angriffen auf Unparteiische kommt, müssen wir uns Sorgen machen, wie sich dieses Verhalten auf immer weitere Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens überträgt. Über diese eben genannten abscheulichen Vorfälle hinaus haben wir ja mittlerweile auch noch weitere Phänomene im Amateursport, wie beispielsweise der pro-türkische militärische Gruß in einem Kreisligaspiel in Offenbach. Als vier Spieler des türkischen SC Offenbach zum Torjubel vor die Kamera eines Streamingdienstes gelaufen sind und in einer Reihe stehend salutiert haben. Damit bezogen sich die Spieler offenbar auf türkische Nationalspieler, die jüngst in zwei Länderspielen nach erzielten Toren militärisch grüßten. Sie zeigten damit ihre Unterstützung für den türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien. Aber Fußball bzw. der Sport darf nicht für politische Zwecke instrumentalisiert werden. Schon gar nicht, um sich mit einem umstrittenen Kriegseinsatz eines anderen Landes zu solidarisieren. Es gilt das Neutralitätsgebot im Sport. Das ist auch deswegen so wichtig, damit niemand ausgegrenzt oder herabgesetzt wird. Aktionen wie diese können zu einer Verschärfung von Konflikten auf dem Sportplatz und innerhalb unserer Gesellschaft beitragen. Politik hat im Sport nichts zu suchen. Deshalb frage ich Sie, wollen wir das alles nach dem Motto, wir schaffen das, oder es wird schon irgendwie gehen, weiterlaufen lassen? Ich glaube nicht, dass wir das wirklich wollen. Und das haben alle Redebeiträge vor mir deutlich gezeigt. Ich jedenfalls will das nicht. Und wir sind es unseren Bürgern, den vielen Sportlern und Schiedsrichtern schuldig, dass wir uns dieser Probleme ernsthaft annehmen und unser friedliches Zusammenleben schützen. Dazu gehört es vor allem aber auch, zuerst eine wirklich offene, ehrliche und sachliche Diskussion darüber zu führen und letztlich konsequent und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen solche Straftäter vorzugehen. In einem demokratischen Staat sollte dies nicht nur möglich sein, es sollte Normalität sein. Ich habe aber oftmals den Eindruck, dass wir in Deutschland davon leider weit entfernt sind und von den gegenseitigen Schuldzuweisungen hier will ich erst gar nicht anfangen zu sprechen. Aber wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir die immer größer werdenden Gewaltprobleme eben nicht lösen. Abschließend möchte ich festhalten, Fairness und gegenseitige Achtung sind im Sport wie auch im gesellschaftlichen Zusammenleben entscheidend. Und diese Fairness, dieser Anstand muss offenbar erneut erkämpft werden. Und das, meine Damen und Herren, ist die wirklich traurige Situation. Sportler, die gewaltsam gegen Unparteiische vorgehen, haben auf dem Spielfeld nichts verloren. Gegen solche Spieler muss hart durchgegriffen werden, damit deutlich wird, so ein Verhalten dulden wir nicht, nicht im Sport und sonst nirgends. Ich bitte Sie daher, unser Anliegen durch Zustimmung zu unserem Antrag zu unterstützen. Weiterhin bedanke ich mich bei allen Schiedsrichtern für ihren wöchentlichen Einsatz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Graf. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich finde, der Hessische Landtag setzt hier heute mit diesem Antrag und mit diesem Beschluss ein sehr, sehr starkes Zeichen. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich auch im Namen des Sports bedanken. Vor allen Dingen die Einigkeit, die hier im Rednerpult gezeigt wurde, macht mich wirklich sehr zuversichtlich für die Zukunft. Applaus
Lieber Herr Kollege Ullert, ich nehme und spreche Sie dann mal unmittelbar an. Also sportpolitisch waren Sie mit und ohne Kondition jedenfalls hier auf Ballhöhe. Und es gibt mir Gelegenheit, mich bei Ihnen, aber eben auch bei den vielen tausend Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die an jedem Wochenende überhaupt das Fußballspiel möglich machen, sehr herzlich zu bedanken. Deswegen geben Sie es weiter. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Ja, meine Damen und Herren, ein starkes Zeichen deswegen, weil Gewalt, Drohungen und Respektlosigkeit gegenüber Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern auf Amateurfußballplätzen nichts verloren haben. Sie gehören genauso geächtet, meine Damen und Herren, genauso geächtet wie die Pyrotechnik, wie Gewaltausschreitungen in Fankurven, in deutschen Fußballstadien. All das muss man, finde ich, an dieser Stelle zusammen betrachten. Und deswegen, wenn ich mir überlege, was wir in diesem Jahr und im ganz anderen Zusammenhang immer wieder diskutiert haben, gerade im Bereich von Hass und Hetze im Netz, aus Worten werden Taten, waren die Überlegungen, die wir immer wieder an den Tag gelegt haben. Das hat uns beschäftigt. Und deswegen finde ich es richtig eigentlich, es war so ein kleines Scharmützel, Herr Schaus, zwischen Ihnen und Herrn Pentz. Aber es ist, glaube ich, von allen Kolleginnen und Kollegen auch noch einmal aufgegriffen worden. Letztendlich sind wir uns hier im Hessischen Landtag einig, und schön, dass dieser Antrag das herausgearbeitet hat, meine Damen und Herren. Gewalt ist immer in jedem Zusammenhang zu ächten, und dass wir das hier so gemeinschaftlich sehen, ist doch eigentlich ein schönes Signal. Letztlich, meine Damen und Herren, hält die Verrohung, und auch das ist hier angesprochen worden, im Sport Einzug. Und, lieber Kollege Gaw, ich will Sie da dann auch mal direkt und unmittelbar und Ihre Kollegen ansprechen. Und vielleicht nehmen Sie mal Gelegenheit, auch im Angesicht dieser Diskussion mal selbstkritisch zu reflektieren, welchen Beitrag Sie eigentlich zur Verrohung dieser Gesellschaft durch Ihre Sprache leisten. Aber gut, dieser selbstkritische Prozess braucht wahrscheinlich noch einen Moment. Meine Damen und Herren, letztlich geht es um die Verrohung im Sport. Und ich will sagen, im Sport, wir haben hier natürlich vor den Ereignissen sehr über den Fußball gesprochen. Aber ich will das schon sagen, es geht natürlich auch darüber hinaus. Und ich finde, meine Damen und Herren, wir dürfen das auf gar keinen Fall, wir dürfen das niemals akzeptieren. Und dafür ist, wenn wir fragen, wie ist die Reaktion, deswegen begrüße ich dieses klare Signal und Zeichen dieses Landtags. Es ist vor allen Dingen eine klare Haltung erforderlich, meine Damen und Herren, eine klare Haltung derjenigen, die sich im Sport bewegen. Dazu gehören die Verbände, der Deutsche Fußballbund, die Deutsche Fußballliga, die regionalen Fußballverbände gehören genauso mit dazu wie die Vereine, die Vereinsvorsitzenden und Vereinsvorstände, wie letztendlich die Sportlerinnen und Sportler selbst. Die Haltung, meine Damen und Herren, wie stehe ich zu solchen Fragen, die ist das Wichtigste. Und deswegen meine ich auch, dass wir deutlich machen müssen, dass wir Gewalt auf Fußballplätzen, Gewalt im Sport niemals akzeptieren. Und wir müssen auch deutlich machen, dass wir diejenigen, die gewalttätig sind, die Angreifer sind, auch sehr hart sanktionieren, damit wir uns den friedlichen Sport erhalten. Und letztlich will ich auch sagen, das ist auch kein Selbstzweck, sondern es dient am Ende der Integrität des Sports. Die Tadellosigkeit des Sports ist die Voraussetzung dafür, dass der Sport seine gesellschaftliche Kraft, dass der Sport seine Kraft durch die Vereine auch zukünftig wird erhalten können. Und das ist, und ich glaube, darüber sind wir uns ebenfalls einig, eine der herausragenden Fragen auch im Bereich des Zusammenhalts der Gesellschaft. Wir brauchen den Sport, wir brauchen die knapp 8.000 Vereine hier bei uns in Hessen, die im Landessportbund organisiert sind, Herr Klages. Wir brauchen diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, weil der Sport eigentlich als einzige Institution eine soziale Integrationsleistung erbringt, die unsere Gesellschaft wirklich voranbringt und die sie zusammenhält. Dafür sind wir dankbar. Dafür müssen wir die Integrität des Sports erhalten. Wir wollen, dass auch in Zukunft Eltern ihre Kinder in Sportvereine schicken.
weil das eben einen Beitrag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft leistet. Dafür ist die Integrität die Voraussetzung, und dafür müssen sozusagen die Werte des Sportes auch entsprechend Geltung haben. Dafür müssen wir die Dinge, die den Sport bedrohen, ächten. Dazu gehört die Gewalt. Aber ich nehme andere sportpolitische Diskussionen, die hochaktuell sind, die gehören natürlich genauso mit dazu. Wenn ich mein Kind nicht mehr in einen Sportverein schicken kann, wo ich mir nicht sicher sein kann, dass im Bereich des Leistungssports zu verbotenen Mitteln gegriffen wird, dann werden die Eltern das auch nicht mehr tun. Deswegen ist es so wichtig, dass wir den Kampf gegen Doping sozusagen so auf die Tagesordnung setzen, wie das glücklicherweise im Moment ganz augenscheinlich passiert. Die Frage, wie können wir sicherstellen, dass wir das Kindeswohl auch in Zukunft in den Vereinen unterstützen? Auch das ist eine wichtige Frage, die wir gemeinsam mit der Sportjugend des Landes Hessen hier bei uns im Lande eben auch besonders hinterfragen und mit einem besonderen Programm auch bearbeiten. Natürlich gehört es mit dazu, dass wir nicht zulassen, dass politische Instrumentalisierung stattfindet im Sport. Auch das ist richtig. Das darf ebenfalls nicht passieren, weil es am Ende dem Sport schadet. Und insofern ist es wichtig, dass wir die Integrität des Sportes wahren. Und dafür war es wichtig, dass wir heute in dieser Form miteinander diskutieren und den Gewalt und die Drohungen und die Respektlosigkeiten auf den Sportplätzen, insbesondere gegen Schiedsrichter, hier auch gemeinsam ächten. Meine Damen und Herren, wenn ich sage, eine klare Haltung ist erforderlich, dann gehe ich schon ein bisschen weiter, Herr Ulloth. Sie haben gesagt, die DFB und DFL und die Sportverbände haben das auf dem Schirm. Ja, die haben das auf dem Schirm, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie mit der letzten Konsequenz sozusagen diese Aufgabe auch aufnehmen. Sie haben eben gesagt, anhand der Zahlen, jeder Angriff ist einer zu viel. Ich teile das ausdrücklich. Und deswegen ist es so wichtig, dass eben das in den Sportverbänden auch so gelebt wird. Es sind nicht irgendwelche anderen, die herangezogen werden müssen, die jetzt irgendwie einen Beitrag leisten müssen, die Gesellschaft und wer auch immer, sondern es sind die Sportverbände selbst, die mit einer klaren Haltung vorne weggehen müssen und deutlich machen, wir ächten Gewalt im Sport in jeder Situation. Und dann, glaube ich, haben wir eine Chance, dass wir dieses Problem wirklich entsprechend bekämpfen. Und wenn ich sage, eine klare Haltung, natürlich muss man dann ans Regelwerk auch drangehen. Und ich bin dankbar, dass eben an das Handballspiel erinnert worden ist. Wir wünschen sozusagen unserer Nationalmannschaft dort viel Erfolg. Aber Handball ist ein schönes Beispiel. Wenn der Schiedsrichter pfeift, ist der Ball auf den Boden zu legen. Und dann ist Feierabend. Wer den Ball sozusagen dann nicht dem Schiedsrichter zurückgibt oder auf den Boden legt, der geht erst einmal zwei Minuten auf die Bank, um zu überlegen, was er da gerade angerichtet hat. Im Rugby zum Beispiel, sagen wir mal, das ist ja auch eher eine robuste Sportart. Im Rugby darf überhaupt nur einer aus der Mannschaft den Schiedsrichter ansprechen, und zwar mit Sir vorneweg. Das muss vielleicht auch nicht sein. Aber es ist so, dass wir dem, dass dadurch zum Ausdruck kommt, dem Schiedsrichter ist mit Respekt zu begegnen. Und das ist doch die wesentliche Nachricht, die wir letztendlich brauchen. Und ich nehme, lieber Kollege Müller, Ihren Gedanken auf, den hatte ich mir auch aufgeschrieben. Diese gebräuchliche Einschätzung zum Thema Schiedsrichter, da braucht man eine dicke Haut, da muss man starke Nerven haben, da braucht man Durchsetzungsvermögen. Das ist so das, was man mit einem Schiedsrichter verbindet. Ein Freund von meinem Sohn, der hat mit 14 angefangen zu pfeifen da. Ich habe gedacht, meine Güte, warum tut er sich das an? Aber der Gedanke, der ist ja schon falsch. Wir können ja nur dankbar sein, dass es auch 14-Jährige gibt, die sagen, ich nehme mir das sozusagen zur Aufgabe. Da müssen wir dankbar sein. Aber dafür müssen wir eigentlich diesen ersten Schritt, den Sie auch angesprochen haben, Herr Müller, sozusagen diese gebräuchliche Einschätzung von Schiedsrichtern, die müssen wir im Grunde genommen eigentlich aus den Köpfen herausbekommen. Darin liegt schon der Fehler. Und deswegen finde ich, wenn wir von heute hier von dieser Debatte ausgehend sagen, die wahren Helden im Hobbyfußball sind eigentlich die Schiedsrichter, dann finde ich, dann haben wir einen ersten Schritt getan. Jetzt müssen wir aufpassen, dass der Kollege Ulloth hier nicht gleich rausschwebt. Aber ich finde,
dass das, glaube ich, der richtige Gedanke der Diskussion heute hier ist. Die AfD hat einen Antrag gestellt. Ich will Ihnen nur kurz sagen, die Hessische Landesregierung hat diese Frage schon aufgenommen. Und wenn ich so engagiert wie eben zum Thema DFB und DFL, sagen wir mal, mich nicht unkritisch auseinandersetze, dann kann ich das deswegen, weil auch in der Sportministerkonferenz der Vertreter des Deutschen Fußballbundes immer sagen musste, na ja, gut, ihr in Hessen, ihr habt ja mit eurer Sozialstiftung, ihr habt ja mit dem, was ihr beim Fairplay Hessen macht, das, was ihr mit euren Fanprojekten macht, da seid ihr sozusagen gut aufgestellt, viel besser als in anderen Ländern. Wir sind dort vorbildlich. Deswegen können wir uns auch die Kritik durchaus auch gegen eine Sportgroßorganisation in der Form leisten, wie ich das tue. Das heißt, wir nehmen diese Frage auf, wir reden nicht nur, sondern wir handeln auch ganz konkret mit unseren Projekten zum Thema Fairplay in Hessen. Gewalt, Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Gewalt und Respektlosigkeiten sind mit den Werten des Sports unvereinbar. Dieses Verhalten hat weder etwas auf unseren Sportplätzen noch in ihrem Umfeld verloren. Im Sport schuldet jeder, nicht nur seinem Wettbewerber, sondern auch dem gegnerischen Trainer, dem Schiedsrichter oder den Unterstützern der anderen Seite Wertschätzung und Anerkennung. Außerdem sind die Orte, an denen Sport zelebriert wird, ob Rasen, Fankurve oder der Parkplatz vor dem Stadion, keineswegs rechtsfreie Räume. Wir wollen, meine Damen und Herren, wir brauchen den Sport fair, respektvoll und gewaltfrei. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Aussprache ist beendet. Wollen wir die Anträge abstimmen oder irgendwohin? Ja, gut. Dann stimmen wir erst ab den dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der AfD. Das ist 2016/96. Wer diesem dringlichen Entschließungsantrag der AfD seine Zustimmung gibt, bitte schon das Handzeichen. Das ist die AfD. Wer ist dagegen? Das übrige Haus. Damit ist dieser dringliche Entschließungsantrag abgelehnt. Dann kommen wir zum Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 2016/39. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP und die Fraktion DIE LINKE. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? Die AfD. Damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen.